Creme de la Creme der Gitarrenvirtuosen dieser Welt fand sich bereits zum zweiten Mal in der Kreisstadt zum internationalen Gitarrenfestival ein. Über 60 Künstler aus 30 Nationen waren nach Heinsberg gekommen, um sich dem Urteil der 11-köpfigen Jury zu stellen und ein regelrechtes Feuerwerk ihrer Spielkunst abzubrennen. Eine ganze Woche lang gaben sie Konzerte und stellten sich dem Wettbewerb. Die aktiven Teilnehmer des Wettbewerbs sind ausschließlich professionelle Gitarristen. Also das heißt, der Wettbewerb richtet sich an die Leute, die wirklich vorhaben, eine internationale Karriere zu machen. Und die mussten sich hier schon über eine Vorauswahl gefallen lassen, sich selektieren zu lassen. Und dann erst dürfen sie hier in der Hauptrunde spielen. Also letztlich geht es alles darauf zurück, dass vor Jahren Roman Wiasowski, der ja selber auch hier eines der Meisterkonzerte spielt, an unserer Schule als Lehrer landete und man dann darüber sprach, okay, könnte man sowas selber auf die Beine stellen, könnte man sowas realisieren. Wir haben das zunächst mal 2 Jahre in unserem Herzen bewegt und hier sondiert und da sondiert und dann anlässlich der 750-Jahr-Feiern in der Stadt Heinsberg bot sich dann die Chance zu sagen, okay, jetzt gehen wir das an. Und das hat so gut funktioniert. Adriane Maimon aus Sizilien war eine der Teilnehmerinnen. Sie fand ein wenig Zeit, sich mit uns zu unterhalten. Du hast eben so wunderschön gespielt. Du hast an dem Wettbewerb teilgenommen und kommst aus woher? Aus Italien. Und welchen Ort da? Aus Sizilien, also ganz unten, ja. So weit bist du ja angereist? Eigentlich nicht, weil ich arbeite in der Schweiz. Mhm. Also zurzeit wohne ich auch da. Und wie hast du von dem Wettbewerb erfahren? Also mit meinem Lehrer haben wir darüber gesprochen. Also er wusste schon. Mhm. Und ich habe auch an diesem Wettbewerb vor 2 Jahren teilgenommen. So deine Lieblingsrichtung, was spielst du lieber, Etüden oder spielst du mehr jazzige Sachen oder gehst du in Richtung Klassik oder Spanisch oder wo geht's hin bei dir? Also es ist nicht, nicht schwer zu sagen. Ich mag vielleicht klassische Musik mehr als moderne Stück oder mhm. Ich mag, es gefällt mir sehr, wie heißt Piazzolla? Ja. Und die Musik von Barrios und Bach, die klassische Musik, ja. Das ist einfach faszinierend. Ja. Wie lange spielst du schon Gitarre? Oh, schon lange. ich habe angefangen, als ich 10 war. Wie seid ihr untergebracht? Ich meine, ihr könnt ja jetzt nicht einfach hierher kommen, euch ein Hotelzimmer mieten oder sowas. Das ist doch bestimmt teuer, also, oder? Das ist sehr teuer, aber es ist sehr gut, ich weiß nicht auf Deutsch, die Organisation. Mhm. Ist es gut? Ja. Es ist sehr gut, weil wir sind bei Gastfamilie. Mhm. Also wir wohnen mit der Familie, die ja. Uns, also sie sind sehr nett. Ich habe angefangen, weil mein Vater auch Gitarrist war. Also er spielte Gitarre. Was ist eine Sonorität bei der Gitarre? Kann man laut spielen, leise spielen, rockig? Sie hat blues. Viele Farben. Es ist ein Instrument mit vielen Farben und mit schöne. Man kann mit der Gitarre schöne Atmosphäre bilden, aufbilden. Und mit anderen Instrumenten auch, aber die Gitarre ist ein besonderes Instrument. Warum hast du an diesem Wettbewerb teilgenommen? Was ist das Besondere an dem Wettbewerb? Also ich kann es nicht. also die Preise sind gut. Mhm. Und ich mag Deutschland, weil ich schon mal in Deutschland studiert habe. Du sprichst auch sehr gut Deutsch übrigens. Nein, überhaupt nicht. Und weil
ja, es gibt Gastfamilie, dann ist es nicht so teuer. Mhm. Und dann, weil ich mag zurzeit Wettbewerbe zu machen. Wegen der hohen Zuschauerresonanz und des durchweg hohen Niveaus bei den Teilnehmern ist der Festivaldirektor auch für das nächste Gitarrenfestival zuversichtlich. Das hat so gut funktioniert, dass wir jetzt wirklich guten Mutes sind, dass wir das in einem zweijährigen Turnus etablieren können.